Hallo Freunde! Jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show! Au! Wir sind die Mario Brothers! Ah, es klingt mir bekannt! Ah, nicht wie die anderen berühmten Land! Ich spiele mal in einem Altersjobbe wie sonst keiner! Immer schneller, niemals müde! Fahrt ab auf die Brüder! Dickbackige Backenhörnchen. Oh, ich glaube, ich sehe ein Backenhörnchen. Ja, du machst das wirklich sehr gut, Mario. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was dir an dieser dickbackigen Backenhörnchen-Show so gefällt. Könntest du bitte ausnahmsweise mal an die Tür gehen? Moment mal, Luigi. Die Show und die Backenhörnchen sind doch super. Diese Wesen sind freundlich, haben immer was in der Backe, haben witzige Ideen und außerdem halten sie sehr viel von Vollwertkost. Hm. Oh. Ja! Hallo, Mario! Das dickbackige Backenhörnchen in Person. Das ist mein Bruder Luigi. Luigi, das ist Mr. Gibble. Hallo, Mr. Gibble. Nett, Sie kennenzulernen. Was führt Sie in unser trautes Heim? Ich habe die Liste unserer treuen Backenhörnchen-Fans durchgesehen. Und Mario hier fehlen nur noch 5 Punkte zum großen Preis der dickbackigen Backenhörnchen. Ui, da bin ich aber baff. Oh, tatsächlich? Was muss Mario machen, um die letzten 5 Punkte zu bekommen? Nun, das ist ganz einfach. Er muss nur für einen lieben langen Tag dickbackige gute Taten vollbringen. Das ist alles. Dickbackige gute Taten? Ja, Luigi. Dickbackige gute Taten sind Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und so weiter. Na, du weißt schon. Oh, einen ganzen Tag lang? Ja, 24 Stunden, 2 × 12. Und nicht vergessen, Mario, wenn du das Backenhörnchen des Monats wirst, dann bekommst du diesen geheimen Backenhörnchen-Decoderring. Ich tue mein Bestes, Mr. Gibble. Okay, viel Glück, Mario. Also dann bis morgen. Wir dickbackigen Backenhörnchen sind immer fröhlich. Wiedersehen, Mr. Gibble. Oh, hey, Mario. Wenn du als dickbackiges Backenhörnchen nett zu mir sein musst und das für einen geschlagenen Tag, dann ist diese seltsame Show vielleicht gar nicht so übel. Na, dann fang doch gleich mal an. Hier sind die Mario Brothers beim Klempnerspiel. Zu der geheimen Zone Deutschland auf Bluesfield. Red, die Prinzessin im Pilzerwunderland. Voller Pulle mit den beiden. Fahrt ab auf die Brüder. Yeah, die Koopas und die Koopas denken nur an böses Zeug. Verschleppt mit die Prinzessin Pilzerwunderland. Doch heu, amusiert, doch verwirrt und jede Wetten weg. Ja, da kann auch jeder wetten. Ihr fahrt ab auf die Brüder. Mario der Affe. Klempner Arbeitsbericht Nummer 842. Wir nahmen eine Abkürzung durch Urwaldland. Also, wenn du mich fragst, Luigi, ich finde dieses Urwaldland gar nicht so übel. Mario, bist du verrückt? Wo ein Urwald ist, das sind doch schreckliche Raubtiere. Ja, ich wette, in dieser Gegend wimmelt es von Löwen und Tigern. Und Koopas. Oh, König Koopa! Du hast erfasst, Pilzkopf. Ich bin hier, um zu jagen und habe soeben die Saison für Klempner eröffnet. Nimm dir nicht zu viel vor, Koopa. Sonst geht dein Schuss nach hinten los. Ich bin gespannt, wie ihr aussieht, wenn mein Freund hier mit euch fertig ist. In Deckung! Was machst du da? Ich suche eine Deckung. Lass den Unsinn! Auf den Boden! Na gut, dann versteckt euch eben hinter den Baum. Oh, Hilfe! Willkommen an Bord der Air Albatros. Hier spricht ihr Koopa. Dieser Flug geht nonstop bis zum Abwurf. Der Albatros hat Mario entführt und Koopa sitzt oben drauf.
Wenn der erste Versuch nicht klappt, versuch's nochmal und nochmal und nochmal und... Du schwachköpfiger Spaghetti-Klempner, jetzt sind wir beide dran! Sie fliegen weiter in den Urwald hinein. Kommt, Freunde, wir müssen Mario aus der Patsche helfen. Oh, Liebster, in diesem Baumhaus ist es einfach zu still. Ich würde so gern... Das Pitsche-Patsche von Affenbabyfüßen hören. Ich weiß schon, aber wir müssen warten, bis... Das ist der Klapperstorch. Er kommt, er kommt! Mich laus der Affe. Es ist tatsächlich der Klapperstorch. Mamma mia, mamma mia. Mama, wo bin ich? Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Und wer seid ihr? Wir sind die glücklichsten Affen der Welt. Wir sind Papa und Mama, mein Kleiner. Oh, Liebste, wie sollen wir ihn nennen? Marzahn! Wir nennen ihn Marzahn! Willkommen in unserer Familie, Marzahn! Ich bin Marzahn. Du hast einen großen Appetit für einen kleinen Jungen. Du musst vorsichtig sein, Sohn. Da draußen lauert der Urwald. Kein Problem für Marzahn. Oh, ich bin Marzahn. Ich bin Marzahn, König des Urwalds. Nur, dass es Mario nicht angreift. Und dann rauscht da noch so ein breiter Fluss. Es stimmt, dass wir Mario noch nicht gefunden haben, aber es stimmt auch, dass Koopa uns noch nicht gefunden hat. Koopa Troopas Angriff! Luigi! Toad! Pass auf! Meine Speerwerfer werden leckeres Urwald-Schaschlik aus euch machen. Tja, die Speere bleiben euch erspart, aber dafür werdet ihr jetzt Piranha-Futter. Piranhas! Jetzt hilft mir nur noch ein riesengroßes Wunder. Mario hätte jetzt sicher eine super Idee auf Lager. Thank you.
führt sich dieser Spaghetti-Klempner hier als Tarzan auf? Santa Maria di Lasagne, bin ich froh, dass du uns gefunden hast. Mario? Ich nix, Mario. Ich Marzahn. Du verrückt. Mario, hast du dein Gedächtnis verloren? Du bist nicht Marzahn. Ich Marzahn. Marzahn kommt zu spät zum Essen. Muss Marzahn nach Hause schwingen. Macht's gut, ihr Verrückten. Zu spät zum Essen? Das ist der Mario, den wir kennen. Aber wieso kennt Mario nicht den Mario, den wir kennen? Ich finde es wirklich affig, wie es hier in diesem Urwald zugeht. Wir müssen Mario finden und ihm seine Klempnerpersönlichkeit zurückgeben. Marzahn, König des Urwalds? Wenn dieser Klempneraffe König des Urwalds ist, was bin dann ich? Das haben wir uns auch schon gefragt, schrecklichster aller Koopas. Sag deinen Urwaldkumpels, dass es nur einen König gibt, mich. Und wenn dieser Klempner meint, dass er der König ist, werft ihn vom Thron! Au! Es hat keinen Sinn. Wir werden Mario nie finden. Wir haben doch keine Ahnung, wo er sich versteckt. Hey, vielleicht doch. Sieht mal, eine Spur von Bananenschalen. Das sieht nach meinem nimmersatten Bruder aus. Wir brauchen nur dieser Spur zu folgen, dann finden wir ihn. Das gibt es doch nicht. Wie bekommt Mario seinen Macaroni-trainierten Körper darauf? Das können wir nur auf eine Weise herausfinden. Ich kann mir schon denken, was du meinst, aber ich bin nicht schwindelfrei. Ich will nicht mehr weiter. Du machst es prima, Luigi. Toad, wirf mir die nächste Saugglocke herauf. Au! Haben wir genügend, dass wir es bis oben schaffen? Aber sicher, königliche Hohe und Höherheit. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will zurück. Hilfe! Es geht nur noch bergauf. Marzahn, mein Sohn, du kommst zu spät zum Essen. Aber Pap, ich, König des Urwalds. So? Eure Majestät, ihr habt bereits meinen gesamten Bananenvorrat aufgegessen. Und seh dich mal an, wie du rumläufst. Na, da laus mich doch der Affe. Als was habt ihr Affen euch denn verkleidet? Wir haben uns nicht verkleidet. Wir sind echt. Wir sind Freunde von Mario. Ich meine Marzahn. Was wollt ihr, Verrückten? Mario, die haben einen Affen aus dir gemacht. Aber keine Sorge, das haben wir gleich. Was ist das? Also, ich würde sagen, ein Kokosnussknacker. Es ist schlimmer, als ich dachte. Gut, dann versuche ich's mal hiermit. Wo in Brooklyn gibt's diese saftigen Salatsandwiches? Dieser Königswahn ist diesem Klempner in den Kopf gestiegen. Den bringen wir wieder auf den Boden, aber unsanft. Es ist schon wieder dieser schleimige Cooper mit seinen gemeinen Troopers. Du liebe Zeit, auf so viele Gäste bin ich ganz bestimmt nicht vorbereitet. Gäste? Das sind keine Gäste, sondern Rabauken. Marzahn macht Rabauken kaputt. Magnara! Mamma mia! Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich bin Mario. Aber was mache ich 100 Meter über dem Boden? San
Santa Maria, die Lasagne, das Sandwich hat wieder Mario aus Mario gemacht. Freue ich mich, altes Bruderherz, dass du dich nicht mehr für diesen Marzahn hältst. Ohne seinen Marzahnwahn ist dieser Spaghetti-Klempner wieder die Null, die er war. Hilfe! Mein Sandwich! Beim Bart meiner Großmutter ersetzt meine Kobra außer Gefecht. Ich muss dieses Sandwich retten. Das ist unser Marzahn, der König des Urwalds. Oh nein, Mario wird sich doch nicht schon wieder für Marzahn halten. Ruhig, Blutprinzessin, er weiß, wer er ist. Wenn's um Sandwiches geht, ist er immer so affig. Okay, Luigi, hier ist ein Milchkaffee. Bitte. Luigi, ich hab alles abgespült. Ich hab die Wohnung abgesaugt. Ich hab die Pizza in den Ofen geschoben. Ich hab die Betten aufgeschüttelt. Ich hab den Müll weggebracht. Ich hab die Wäsche gebügelt. Ich hab sogar die Blumen gegossen. Ich hab dir das Fernsehprogramm vorgelesen. Dürfte ich mich bitte eine Minute hinsetzen? Bitte. Weißt du, Mario, du kannst mir noch einen kleinen Gefallen tun, bevor du das Essen servierst. Massier mir bitte die Füße. Ich soll dir was? Bist du verrückt geworden, Luigi? Sehe ich vielleicht aus wie dein persönlicher Butler? Mario, ich weiß, dass du nicht mein persönlicher Butler bist, sondern ein dickbackiges Backenhörnchen, das Backenhörnchen des Monats will. Oh ja. Und du bist ein Backenhörnchen, das einen geheimen Decoderring will. Oh ja. Und deshalb bist du ein Backenhörnchen, das 24 Stunden lang eine gute Tat nach der anderen begeht. Also, an die Füße. Ja, ich weiß nicht, Luigi. Ich wusste nicht, dass es so schwierig ist, Backenhörnchen des Monats zu werden. Oh, tut das gut, tut das gut. Mario hat sich so angestrengt. Ja, nicht so hart gearbeitet. Freut mich zu hören, ich meine... Mr. Gibble, tut mir leid, ich hab Sie nicht reinkommen sehen. Na, wie geht's unserem Backenhörnchen des Monats? Ich bin müde, Mr. Gibble, sehr müde. Oh ja, Mario war so hilfsbereit, dass er die 24 Stunden kein einziges Mal an sich selbst gedacht hat, Mr. Gibble. Ja, die guten Taten eines Backenhörnchens. Das ist auch der Grund, weshalb ich euch noch einmal besuche, weißt du? Oh nein, sagen Sie jetzt bitte nicht, dass ich nicht das Backenhörnchen des Monats bin. Nur keine Sorge, Mario, Sie sind Backenhörnchen des Monats. Es ist nur so, dass... Nun, ich habe Ihre Punkte nachgezählt und es hat sich dabei herausgestellt, dass Sie bereits 5 Punkte mehr hatten, als Sie für die Ernennung zum Backenhörnchen des Monats brauchen und nicht 5 weniger. Tja, Mario, ich mach mich wieder auf meinen Weg. Dann sehen wir uns nächste Woche bei der Überreichung des geheimen Decoderings. Tja, es tut mir leid, aber sowas kann schon mal vorkommen. Naja, es wird schon nicht so schlimm gewesen sein. So ein paar gute Taten schaden schließlich nicht. Wiedersehen, macht's gut. Luigi, sag mal, was soll das? Bist du total übergeschnappt oder was? Du hast all die guten Taten für einen Preis gemacht, den du bereits gewonnen hast. Oh, ja. Ich hab für dich abgespült. Ja. Und ich hab dir das Fernsehprogramm vorgelesen. Ja. Und noch vor einer halben Stunde hab ich dir die Füße massiert. Oh, deine Fußmassage war die beste aller Zeiten. Pass mal auf, Luigi. Ich hab noch eine letzte gute Tat für dich auf Lager. Und was ist das für eine gute Tat? Oh, pass auf. Mario, schwingt die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab. Super Mario, ein Schritt vor und noch einmal, hey, tanzt den Mario, meine Freunde, ja. So geht's, das ist der Mario. Macht den Mario, schwingt die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab.